Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay of the Week mit dem WZ-120-1FT, dem T8 Premium Panzer, dem neuesten im Spiel, und da werden wir uns wieder ordentlich was abgucken dürfen. Heute mal wieder ein 4K-Video. Dachte mir, beim Replay of the Week darf man sich das ruhig mal gönnen. Daher hoffe ich, es gefällt euch. Und dann schauen wir mal, was hier der Spieler, der Nizinia um die Solova, da so reißt. Habe ich mir rausgeguckt. Dachte mir so, ja, den Panzer kann man doch nicht nochmal zeigen. Da sind wir sehr gespannt drauf. Denn Premium-Panzer im Gefecht ist immer schön zu sehen, um eventuell so ein bisschen ein Feedback zu bekommen. Ja, kaufe ich mir oder nee, doch nicht so meins. Deswegen schauen wir mal, was er hier so jetzt damit anstellen wird. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal hier die Mitte hoch. Gehen mal in seine Ansicht, schauen, was er da so finden wird. Eine Badget, ah, nee, noch nicht so wirklich das Wahre. Da drüben, da ist auch noch ein bisschen was. Vielleicht kriegt er da jetzt noch ein wenig was drauf. Der T25, Junge, schieß ihm rein. Jo, und der sitzt 376 schon mal verpasst. Und der nächste, oh, der war knapp, aber auch der hat funktioniert. Sehr schön. Und jetzt hat er hier die Qual der Wahl, auf wen er da schießt. Naja, dann nimmt er halt den Schweden, aber der wollte noch nicht so hergehen. Deswegen mit dem zweiten trifft man ja bekanntlich besser, da auf die Suche. Aber auch der will nicht. Na hoppala, was ist denn da los? T20 vielleicht jetzt da? Ja, der funktioniert. Sehr schön. Also er ist ja auf jeden Fall im Fokus der Gegner. Das kann man nicht anders sagen. Wir haben schon ein kleines Äugelchen auf ihn geworfen. Aber jetzt endlich kriegt er da auch mal den Schaden raus. Jetzt schaut er mal ein bisschen nochmal in die Stadt rein. Da die Isu auch mit dem Arsch zum Team. Sehr gut. Direkt aus der Hüfte gefeuert. Die Isu will da unbedingt wegkommen. Aber die lässt er nicht ziehen. Elke hat da aufgeklärt. Jetzt ist er da an einer sehr offenen Stelle. Da muss er wirklich aufpassen, dass er da nicht zu viel Gas jetzt gibt. Und der Jagdpanther, den darf man eben auch nicht unterschätzen. Er bekommt aber sofort die Schelle. Es steht 3:8 für den Gegner. Keine schöne Situation in der Momentaufnahme mal. Oh, da hat er es probiert. Schade, dass der nicht klappt. Helke jetzt von der Seite, also wie gesagt, die Stelle und Position, da ist er jetzt gut bedient daran, dass er jetzt mal ein wenig den Rückwärtsgang nutzt. So, und jetzt hier der Uni seitlich, da auch einfach aus der Hüfte, nicht mal Auto-Aim genutzt und jetzt sehr gut hinterfahren, dass er ihm da gar nicht erst die Situation und die Möglichkeit gibt. Direkt den nächsten Schuss und jetzt wird gekuschelt. Der kriegt, glaube ich, die Kanone gar nicht runter, der Uni. Und er aber seine so, dass er den da ausschalten kann. Mit Köpfchen gespielt. Sehr schön. Und jetzt T20 und... Nein, mach doch! Schieß! Ja, funktioniert. Sehr fein. 5:9. Der schießt sich so im Moment so ein bisschen zurück. Zack, der Schuss Richtung Jagdpanther. Aber... Da war noch nicht die richtige Munition am Start, aber jetzt sollte er mit dem nächsten den machen und genauso ist es, auch den weggenommen. 7:9, also er ballert sich und sein Team hier wieder zurück ins Game so langsam. Elkett kommt da rum. Ich finde es total spannend, wie viel der aus der Hüfte hier schießt und wie gut es auch geht. Und jetzt rammt er die Elkett da weg, wie so ein Geißbock.
Ja, der Schwede hat nicht mehr viel, aber die Arti, die findet ihn hier gerade. Hat er sofort den Stun weggeheilt. Und jetzt ist er raus, der 65er. Am Kampfpanzer hat der Gegner noch die Su-100 und den T-34-100 und ansonsten noch drei Artis. Also die Runde ist definitiv noch nicht verloren. 6 Kills, den Krieger hat er schon. Bradley Walters wäre auf jeden Fall noch gut möglich. So, da hat er die Arti, die ihn hier schon genervt hat. Oh, auch der sitzt noch und er lässt einen Hitpoint stehen. Das ist natürlich der Klassiker. Einen einzigen Hitpoint stehen lassen und das bei einem Schaden von 440 Alpha eigentlich. Also, da hat er wirklich Pech gehabt mit dem Low Roll. Bekommt er da alle drei Artis offen. Wir sehen übrigens, dass die hier schön nebeneinander stehen. Das heißt, wie so ein kleines Erschießungskommando. Die warten jetzt alle nur drauf, dass er hier rumkommt. So, M12 hat schon geschossen. Zack. Weg damit. Und die Lorraine probiert es jetzt. Aber die Lorraine, nicht gut gemacht von der Lorraine. Denkt sich, hier kann ich mich mit dem mal anlegen. Will den Ram probieren. Aber ja, das war nichts anderes als stupides Reingefahre. M44 hat nochmal getroffen, hat ihm auch die Kanone beschädigt. Aber ansonsten hat er das jetzt erstmal klar gemacht. Mittlerweile der 9. Kill als Radley Walters hat er schon im Sack. Jetzt fehlt noch die Pool für das Finale. Aber T-34-100 und Su-100 noch am Start und er selber nur noch 352 Hitpoints. Das ist nicht mehr viel. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben vom Hitpoint-Pool. Und so einen krass geilen Timeline hat er jetzt auch nicht, dass ich jetzt auf die Lauer legen kann. Jetzt fragt er auch schon nach der HP-Anzahl vom T-34, weil er weiß natürlich auch, dass er da recht schwach ist und der ist auch noch voll. Das ist ja ekelhaft. Ich muss aufpassen, jetzt bekommt er von beiden Seiten. Su kettet ihn da. Er kann auch nicht mehr reparieren. Wahnsinn, jetzt will kein Schuss mehr funktionieren. So, die T-34 kommt jetzt natürlich auch. Jetzt hat er eigentlich eine aussichtslose Position. Bauen Sie jetzt nochmal den Schuss von der Su. Der nächste muss sitzen, dass er sich hier auf den T-34 konzentrieren kann. Der sitzt, aber er hat halt noch 92 Hitpoints. Wenn der T-34 ein bisschen smart spielt, einfach HE laden und safe den Kill machen, beziehungsweise im Zweifel braucht er zwei Schüsse, aber scheißegal. Er setzt jetzt hier auch nach. Der T-34 hat auch da die bessere Position, denn der hat einen freidrehbaren Turm, der hier mit dem WZ-Muster komplett immer in die Bresche springen und seinen ganzen Panzer mit einbringen. Aber den ersten Schuss konnte er schon mal sitzen. Kette war jetzt gerade gezogen. Kette ist wieder am Start. So, jetzt hat er nochmal und mit dem nächsten Schuss. Jetzt geht's 1-1. Der T-34-100 verballert und jetzt kann er es klar machen. Er muss ihn nur noch schnell nach Hause bringen und schießt und der macht ihn. Alter Verwalter, war das ein Finish. Mit 11 Kills geht er aber sowas von verdient hier als Sieger hervor. Hat er sensationell gut gespielt und für mich ein mehr als verdientes Replay of the Week. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Ansonsten alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.